So, hier am Elbradweg, direkt von der Fähre, attraktive Mitbürgerin. Hallo. Hallo. Ja, deine Meinung zum Streit? Ja, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich gegen eine Brücke oder auch gegen Tunnel. Ich finde, das Geld sollte investiert werden in Fahrradwege oder in öffentliche Verkehrsmittel, damit auch die Leute weniger Auto fahren. Mhm. Ja, aber da nun das entschieden ist, denke ich, und schon eine Abstimmung stattgefunden hat, sollte man eigentlich das machen, was die Bürger entschieden haben. Mhm. Beziehungsweise es wäre vielleicht doch gut, nochmal eine Abstimmung zu machen zwischen Tunnel und Brücke. Mhm. Weil ja damals noch kein Mitbürger wusste, dass das dass der Welterbetitel verloren geht dadurch. Ja. Dresden ist ja zwiespalten gerade. Ich habe das Gefühl, es ist ein großer Streit entbrannt zwischen den Erwachsenen. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen die Schnauze voll davon, dass so ein Krieg herrscht. Wir sind gerade dabei, die Elfis mit Zelten zu besetzen. Vielleicht auch, um vermitteln zu können, neutral in irgendeiner Art und Weise. Hält sich das eher von der Idee oder ist das okay? Ich meine, ich fühle mich ziemlich ohnmächtig sonst. Also, wollt ihr sozusagen mit dieser Aktion für den Erhalt des Welterbetitels demonstrieren oder was ist euer Ziel? Mein persönliches Ziel ist, das Weltkulturerbe zu erhalten, einen Kompromiss zu finden und vor allem vorrangig Spaß zu haben. Mhm. Ja, ich finde das eine gute Idee. Klar, es ist Sommer und es ist schönes Wetter, warum sollte man das nicht machen? In irgendeiner Weise muss man sich auch als Bürger ausdrücken können, wenn wir schon nicht so viele Möglichkeiten haben, wählen zu gehen. Außer heute mal alle 4 Jahre. Ja. Kannst du dir eine direkte Demokratie über das Internet vorstellen, mit Abstimmungen auf Webseiten? Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Bräuchte man ja gar keine Politiker mehr, oder? Naja, doch, die Politiker bräuchte man ja schon als Vermittlerperson. Ja, heute gibt es Penne in Sahne-Weißwein und Gorgonzola-Soße gegen 8 Uhr. Mhm. Ich werde hier im Schubkarre einfach kochen. Und wenn du möchtest, würde ich mich freuen, wenn du Lust hast, vorbeizukommen. Wo ist es? Das ist gleich hier hinten, rechts neben der Baustelle, dahinter. Direkt neben der Brückenbaustelle. Genau, das sieht man auch von unten. Da ist so ein Pavillon oben auf der Bautzenstraße. Mhm. Und dort stehen wir dann. Das sind verschiedene Leute. Wenn du keine Zeit hast, kannst du auch gerne hier auf die Webseite gucken. Mhm. Da sind immer die aktuellen Informationen. Und die neuesten Filme. Und da wirst du dich wahrscheinlich dann auch morgen früh schon selber sehen dürfen. Bis wann seid ihr dort? Ich werde die Nacht dort schlafen. Mhm. In Zeit. Gut. Außer wir werden weggeräumt. Also wenn die Polizei kommt, dann muss man natürlich... Ach so, das kann sein, ja. Wir wollen ja nicht in den illegalen Bereich abrutschen. Mhm. Gut, okay, danke für die Einladung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ja.